Moin moin liebe FC24 Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Ich möchte heute, nachdem es in den ganzen letzten Tagen sehr sehr viele Leaks gab und die Gerüchte sich immer weiter verdichten, mit euch über FIFA 2K sprechen, plus die generelle Konkurrenz, die in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten Jahren auf den Markt kommt, um EA letztendlich das Monopol ein bisschen abzuzwacken und oder die sagen, wir würden gerne ein Stück vom Kuchen abhaben. Da werden wir ganz grundlegend drüber sprechen und allen voran würde ich gerne meine eigenen Erwartungen und meine eigene Meinung mit einfließen lassen, was meiner Meinung nach die Konkurrenz auf jeden Fall mitbringen muss, um mir beispielsweise oder bei mir auch einen Platz im Herzen sich ergattern zu können und womit ich glaube, wie sie ein großes Stück vom Kuchen abhaben, denn ganz ehrlich, genügend Angriffsfläche bei EA ist ja letztendlich da. Also, fangen wir wie immer ganz vorne an. Abonnier gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, plus lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deiner Meinung nach die Konkurrenz auf jeden Fall mitbringen muss, damit du selber sagen kannst, das würde ich interessant finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei vielen diese ganze Lizenzthematik ist und keine Sorge, darüber werden wir gleich definitiv nochmal reden. Aber fangen wir ganz vorne an. Ja, es ist mittlerweile rausgekommen, dass, und die Gerüchte sind ja schon lange da, lange da, dass 2K jetzt scheinbar wirklich in der Pull-Position ist und oder sich mit der FIFA schon geeinigt hat, dass sie sich die Namensrechte der FIFA schnappen. Was genau bedeutet das? EA hat damals zu FIFA gesagt, nein, danke. Es ging, glaube ich, um ein Gesamtpaket von 1 Milliarde Euro oder Dollar über die Namensrechte, meistens immer 3 bis 5 Jahre, die sich, wo sich die FIFA gut positioniert hat, um letztendlich EA zu zeigen, hey, ihr wollt den Namen haben, wir sehen, euer Spiel ist super erfolgreich, ihr macht Milliardenumsätze, wir wollen einen Teil vom Kuchen abhaben. Das ist mal natürlich das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn eine Firma mit einer anderen zusammenarbeitet, welche beide natürlich absolut geldgeil sind und jeder natürlich vom anderen Kuchen ein bisschen mehr abhaben möchte. Das Ganze hat sich EA aber nicht mehr bieten lassen und hat gesagt, nö, wir gehen unseren eigenen Weg, uns ist das zu viel Kohle und wir reinvestieren das Geld andersweitig. Die Leute hatten natürlich, oder die ganzen Spieler hatten unfassbare Angst, dass das die Lizenzen betrifft, aber unterm Strich geht es hier wirklich nur überwiegend um die Namensrechte der FIFA. Na, und wenn sich 2K das Ganze schnappt, könnte das Spiel dann dementsprechend FIFA 2K heißen, angelehnt natürlich auch an ihren anderen Sporttitel, NBA 2K, und dann natürlich mit einer Ziffer dahinter, je nachdem wie das Ganze abläuft. Was hat EA in der Zwischenzeit gemacht, um natürlich ihr Monopol weiter auszubauen? Sie sind auf die ganzen Ligen zugegangen. Sie sind beispielsweise in die La Liga eingestiegen. Das heißt, die zweite La Liga als auch die erste La Liga wurde ja umbenannt in Richtung EA. Plus sie haben diverse Exklusivdeals mit der Premier League, mit der Bundesliga und. Also die Milliarde, die man da gespart hat, wird ganz andersweitig investiert und da wird richtig auf die Kacke gehauen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, zur Release von EA FC 24 haben wir davon nur bedingt was mitbekommen. Die größte Neuerung ist dann letztendlich der Zusammenschluss von Männern und Frauen Ultimate Team gewesen. Und wenn man ehrlich sind, das war's. Der Rest war halt heiße Luft und wie immer großes Marketinggeplänkel. So, nun werfen wir aber mal einen Blick darauf, was jetzt wie gesagt bekannt ist und worauf wir uns einstellen können. Und hier setzt wahrscheinlich schon für den einen oder anderen Ernüchterung ein, denn höchstwahrscheinlich wird 2K oder FIFA 2K, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich mit den Namen nicht durcheinander komme, wenn es passiert, verzeiht es mir bitte, frühestens 2026 erscheint. Das Ganze soll angedacht sein, hier unten seht ihr es, ich habe schon mal übersetzt, ja, der Übersetzer kickt rein, ist natürlich auch einfacher für euch zu lesen, wenn ihr Bock drauf habt. Dass das Spiel höchstwahrscheinlich im Jahr 2026 rauskommt, vor der WM, um natürlich einen möglichst großen Hype mitzunehmen. Da natürlich kann man Hand in Hand mit der FIFA gehen, um dann natürlich möglichst viel Publicity auf das Spiel zu lenken. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, EAFC 24 ist für mich immer noch ein weirder Name. Wenn ich im Stream sitze oder hier teilweise in den YouTube-Videos oder mit Kumpels darüber rede oder jetzt auch gerade beim Telekom-Event, wo ich war, am Ende des Tages nenne ich es immer noch FIFA, weil der Name sich einfach maximal eingebrannt hat und auch einfach am angenehmsten ist. Das heißt, dass hier NBA 2K bzw. 2K den Weg geht, um die Namensrechte haben zu wollen, um natürlich nur an den Namen ranzukommen, weil sie ganz genau wissen, dass ihnen das gewisse Marktanteile mitbringt, das ist schon ziemlich wild und ist wahrscheinlich auch, sofern es nicht die Milliarde ist, ich glaube nicht, dass sie sich darauf nochmal geeinigt haben, sondern dass die FIFA auch ordentlich mit dem Preis runtergehen musste, es ist das gegebenenfalls wert. Ansonsten gab es noch keine offizielle Ankündigung, außer dass eben damals die FIFA selber gesagt hat, der Präsident, hey, wir arbeiten nicht mehr mit EA zusammen, wir gehen aber unseren eigenen Weg. Es wird ein neues FIFA herauskommen, es wird ein bisschen dauern und es wird immer das beste Sportspiel sein im Fußballbereich, was mit dem Namen FIFA auf den Markt kommt. Natürlich auch wieder ein bisschen Pergebubble und alles drum und dran, aber wenn wir ehrlich sind, NBA könnte das Ganze natürlich auf eine Art und Weise hinkriegen, denn wir wissen ganz genau, das Topspin-Spiel, was vor einer Zeit rauskam, kam sehr gut an, auch wenn hier der Cash-Grab wieder sehr wild ist und allen voran natürlich bei NBA hat 2K schon mal EA den Rang abgelaufen, denn NBA kommt nur noch von 2K raus und nicht mehr von EA. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig gesagt, ne? Also, NBA kommt nur noch von 2K, aber nicht mehr von EA. Ja, doch, war richtig. Oh mein Gott, das ist mit den Namen so unfassbar schrecklich. Es tut mir leid.
Aber auch hier wieder, der Cash Grab ist unfassbar, unfassbar, unfassbar wild. Es soll mittlerweile auch so sein, dass ehemalige, also nicht nur einige, ich habe sogar eine Zahl gelesen, schon im Internet von knapp über 100, ehemalige FIFA-Entwickler mittlerweile bei 2K unter Vertrag sein sollen, um dass die an dem Spiel schon fleißig arbeiten. Aber wie gesagt, man darf nie vergessen, das Spiel soll und darf niemals halbgar auf den Markt kommen. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das traue ich 2K in dem Moment auf jeden Fall zu, dass sie nicht mit halbgaren Early Access-Kram um die Ecke kommen. Denn du musst, wenn du EA angreifen willst, wenn du was vom Kuchen abhaben möchtest, wenn du an den Markt herantreten willst, muss das mit einem Bang passieren. Du musst da sein, du musst liefern. Denn, wie gesagt, das ganze Gerüst, auf dem EA momentan aufbaut, ist so wackelig seit Jahren wie lange nicht mehr. Aber denen kann es halt scheißegal sein wegen der Monopoldarstellung. Dementsprechend können da natürlich alte FIFA-Entwickler definitiv bei helfen. So, wenn wir jetzt nochmal eine Ecke weitergehen, da muss man natürlich eine Sache ganz klar sagen, und das möchte ich gerade mit dem Bild hier abdecken. Das ist natürlich auch nur wieder ein Cover, was jemand selber erstellt hat, so ist es nicht. Lizenzen sind natürlich das A und O. Ich kann das voll und ganz verstehen, wenn die meisten unter euch sagen, mir ist es scheißegal, wie das Spiel heißt. Mir ist es scheißegal, von wem das Spiel kommt. Ich will mit Ronaldo, ich will mit Messi, ich will mit Haaland, ich will mit denen und dem spielen. Ich will keine 0815 ausgedachten Namen, ein Ronaldo oder irgendwas anderes. Habe ich vollstes Verständnis für. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn nicht alle Lizenzen da sind, und gerade auch wenn es um Ultimate Team geht und um Pandora zu Ultimate Team, wäre es mir scheißegal, ob die Lizenzen von den Vereinen und den Ligen richtig sind. Solange die Playerfaces da sind und die Namen da sind, und ich glaube, das ist definitiv möglich, je nachdem, wo Exklusivdeals da sind und wo nicht. Das läuft denn ja auch alles nur über die FIFA Pro. Das ist ja auch der Weg, den auch beispielsweise UFL geht. Dazu aber später nochmal mehr. Reicht mir das Dicke. Ja, ich brauche nicht unbedingt ein Real Madrid-Trikot. Ich kann auch mit Custom-Trikots spielen. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich will einfach nur, dass Konkurrenz da ist. Dass ein weiterer Publisher und ein weiterer Entwickler an den Markt kommt, der einfach eigene Impulse setzt, der eigene Ideen hat und der mir letztendlich zeigt, hey, du kannst am Wochenende, wenn du fertig bist mit der Weekend League, spiel am Wochenende die Weekend League, aber wenn du damit fertig bist, komm, mach doch das EA-Spiel am Wochenende aus und unter der Woche komm doch bei uns rein. Wenn das der Fall ist und wenn die das schaffen, dann bin ich schon über glücklich. Aber wie gesagt, wir müssen im Hinterkopf behalten, der Cash Grab bei 2K ist teilweise noch krasser als bei EA, denn hier, und jetzt kommt der nächste Punkt, möchte ich den oder das Bild hier einmal abgreifen. Das ist zwar KI-generiert, aber das ist ja wahrscheinlich das, was meistens auch oder meiner Meinung nach mit die größte Anfläche oder Angriffsfläche wieder bei EA mit sich bringt. Denn EA kümmert sich weder um den Karrieremodus, die haben keinen Story-Modus mehr, um diesen My-Pro-Kram oder wie das auch immer bei NBA heißt, wo du dann ja auch ein bisschen Story zocken kannst, aber allen voran dich mit Kumpels selber treffen kannst. Geht's dann auf den Basketballplatz, ihr könnt ein bisschen ein paar Körbe werfen, ihr könnt ein bisschen kicken, nennt's wie ihr möchtet. Das alles ist ja zum Beispiel in FIFA gar nicht gegeben. Klar, es gibt den Volta-Modus, aber den juckt, glaube ich, irgendwie so niemand. Zumindest habe ich noch nie jemanden gesehen, der es großartig aktiv spielt. Keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Community zu gibt oder alles drum und dran. Mit Sicherheit irgendwo, aber hier hat man ganz viel Angriffsfläche. Und wenn man das kombiniert zwischen einem Story-Modus, den man gut inszeniert, ja, den EA momentan seit Jahren gar nicht mehr bringt, nachdem sie diese Hunter- oder Alex-Hunter-Geschichte abgeschlossen haben, das Ganze auch wieder mit so einem MyPark-Abklatsch und dann gegebenenfalls auch irgendwo noch mit Pro-Club verbinden. Sorry. Denn sehe ich hier unfassbare Angriffsfläche. Allen voran natürlich, weil es hier auch wieder eine Monetarisierungsmöglichkeit gibt. Ich bin ehrlich, mich wundert es bis heute, dass Pro-Club noch nicht monetarisiert wurde von EA durch kosmetische Sachen. Ob das Frisuren sind, Stutzen sind, bestimmte Trikotsätze sind, ob das irgendwelche komischen Tattoos sind oder sonst irgendetwas. Das ist ja mittlerweile alles im Jahr 2024 gang und gäbe in der Gaming-Branche. Und ich glaube, das ist auch nur mehr oder weniger eine Frage der Zeit, bis EA weiter in diese Richtung gehen wird und diese auch weiter ausbaut. Weil, ganz ehrlich, mehr Geld schadet nicht. Und allen voran, wenn Konkurrenz um die Ecke kommt und da in den Bereich geht, wird dann ja auch EA spätestens nachziehen. Das ist ja auch nichts Verkehrtes, denn wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und darum geht es uns ja am Ende des Tages. Also, hier sehe ich definitiv einen Ansatz, wo man EA angreifen kann, aber wo ich sehr skeptisch bin, wenn es natürlich auch hier wieder um die Monetarisierung geht, weil wie gesagt, in NBA 2K wissen wir ja, wie der Hase da tickt. Ansonsten kann man sich ja gerne damit beschäftigen. Ja, die Jungs und Mädels sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die müssen ja auch die Kohle für die Lizenz wieder reinholen. So ist es nicht. Aber, und das muss man natürlich auch sagen, hier hat jemand schon ein Konzept erstellt, angelehnt an die Kartendesigns, wie sie in NBA momentan aussehen und wie sie dann theoretisch gesehen mit Fußballern auch rüberkommen können. Und hier bin ich auch wieder ganz ehrlich, mich holt es ab. Klar, das ganze Menü ist ziemlich rudimentär, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mich freuen, wenn es in EA FC auch mal wieder eher in Richtung der Sammelkarten geht. Na? Und wenn ich das hier zum Beispiel sehe, hier die Karte von Bellingham, das sieht schon richtig sexy aus. Klar, in NBA kommen viel mehr Special-Karten raus,
von ein und denselben Spielern, weil natürlich auch der Pool an NBA-Spielern deutlich kleiner ist, als es im generellen Fußball der Fall ist. Aber wenn man hier auch rübergeht, die anderen Konzeptkarten mit beispielsweise Messi und Parma, finde ich schon richtig geil. Und da würde ich mir alleine schon denken, ja, wenn das Gameplay stimmt und wenn der Modus nicht ganz so verkehrt ist, hätte ich schon Bock drauf. Vor allem auch die Walkout-Animation, alles drum und dran. Das sind natürlich absolute Kleinigkeiten, aber das wäre nicht verkehrt. Und dann muss man natürlich schauen, dass das Ganze auf dem Platz auch noch stimmt. Gameplay-technisch brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, ist hier letztendlich das A und O. Mir geht es primär immer ums Gameplay und natürlich um ein angenehmes und funktionierendes Menü. Ja, yay, ein Menü wäre schön, wenn es stabil und sauber läuft. Da würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen, dass man das Ganze hinbekommt. Aber gameplay-technisch ist mir das viel zu viel hätte Fahrradkette, ohne irgendwas gesehen zu haben, ohne über irgendwas urteilen zu können, möchte ich jetzt nicht ins Blaue hinausfahren und letztendlich hier meine Wünsche äußern. Weil ich will einfach nur ein ausgewogenes Gameplay, wo man nicht zu krass viel abusen kann. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wo kleinere Spieler, aber auch größere Spieler sauber funktionieren. Und was sich letztendlich einfach gut anfühlt, aber natürlich auch von EFC unterscheidet, damit es einen gewissen Alleinstellungsmerkmal hat. Und genau den Weg versucht ja zum Beispiel gerade UFL zu gehen, um jetzt mal den Bogen ins andere Game zu überspannen. Ja, UFL ist das Spiel, was mittlerweile am dichtesten am Release dran ist. Es soll, glaube ich, nochmal eine Beta geben im 2024 und allen voran ist gegebenenfalls auch schon Early Access Release und oder ein Best-Case-Szenario Release im eben 2024. Also wirklich nicht mehr weit weg. Hier zum Beispiel auch Cristiano Ronaldo, glaube ich, knapp 40 Mio reingeknallt oder so ein Kram. Andere Fußballprofis sind da auch involviert, etc. etc. Das heißt, auch hier lizenztechnisch sieht das alles gar nicht so verkehrt aus. Solltet ihr euch für das Spiel interessieren, ja, weil das die Konkurrenz ist, die am nächsten dran ist, folgt denen auf Twitter und hier wird auch angekündigt, wenn es eine Beta gibt, etc. etc. Soll bald nochmal eine neue Beta geben, auch auf dem PC. Da könnt ihr euch den Kram gerne angucken, die lassen viele Leute rein. Ihr könnt das gerne ausgiebig testen und dementsprechend natürlich auch Feedback geben. Das ist natürlich im Interesse von uns allen, deswegen freue ich mich sehr auf die PC-Beta. Ansonsten sind die sehr aktiv auf Twitter und posten immer mal wieder Sachen, wo man abstimmen kann und zeigen allen voran auch immer mal wieder Grafikschnipsel, wo man dann auch immer mal wieder Gameplay-Szenen sieht. Hier zum Beispiel, das ist relativ aktuell, beziehungsweise das gibt es hier zum Beispiel auch auf YouTube, auf dem offiziellen Kanal. Da gucken wir aber mal ganz kurz rein, den Ton lasse ich mal aus. Die arbeiten zum Beispiel mit der Unreal Engine und da merkt man schon, das sieht alles schon in eine Richtung aus, wo man sagen kann, hey, why not? Klar, das Auge ist immer mit, aber bitte, bitte, bitte tut mir einen Gefallen. Selbst wenn FIFA am Ende des Tages 100-mal besser aussieht, vertraut dem Gameplay und gebt dem Ganzen einen Try. Ja, natürlich, wie gesagt, Auge ist immer mit, aber am Ende, und wir kennen es selber, wenn das Gameplay und das Menü scheiße ist, dann gibt es keinen Grund, ein Spiel normalerweise zu spielen. Und da ist die Grafik zweit, wenn nicht sogar fast drittrangig. Und das hier sind, glaube ich, Aufnahmen aus einem Early-Build von 2024 oder Ende 2023. Und das sieht vollkommen in Ordnung aus. Die Nahaufnahmen sind okay. Die Auflösung der ganzen Texturen ist auf jeden Fall absolut fein. Und wir sehen natürlich, das Gameplay ist deutlich langsamer und ist noch deutlich, deutlich hakeliger. Das wird auch ganz, ganz schwierig, dort konkurrenzfähig zu sein mit EA. Durch das ganze Motion Capturing und allem drum und dran ist EA wirklich ganz, 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 ganz wild unterwegs. Aber je mehr Animationen es gibt, ja, je flüssiger alles ist, desto mehr Scheiße kann auch passieren. Deswegen könnte es gar nicht so verkehrt sein, dass das alles ein bisschen hakeliger und ein bisschen langsamer ist, wenn es denn um die ganzen Berechnungen und das Ganze drumherum geht. Und hier letztendlich wirklich auch mal Gameplay-Szenen zu sehen oder zu sehen, ist ja natürlich auch schon mal ganz angenehm. Einfach, damit man schon merkt, okay, wie sieht das aus? Worauf kann man sich da freuen, worauf kann man sich da einlassen und wie gesagt, hier, in der Art und Weise, wie gejubelt wird und das Ganze drumherum, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, UFL ist am dichtesten dran. Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, folgt denen auf Twitter, verfolgt das Ganze. Sobald da irgendwas spielbar ist, probiere ich es natürlich auch in die Hände zu bekommen und sobald es dann natürlich auch Content dazu geben kann und man veröffentlichen darf, werde ich dann natürlich euch auch immer hier möglichst auf den Laufenden halten, denn das ist ja das Schöne, wir sind ja nicht komplett gebunden an eben EA. Auf der anderen Seite haben wir jetzt noch das dritte Spiel im Bunde, welches ich ja ebenfalls auch schon angeschnitten habe. Das ist Goals, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, Goals ist sehr weit weg. Es sieht sehr uninteressant für mich aus und die gehen selber in eine ganz, 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 ganz andere Richtung. Wir sehen auch schon am Grafikstil, dass das eher so Fortnite-mäßig aussieht. Sie werden, glaube ich, keinerlei Lizenzen haben, kein gar nichts. Das geht alles in eine rein fiktive Richtung. Und alles, was man da bis dato gesehen hat, hier sehen wir es auch, hat so alles diesen Comic-Look. Erinnert so ein bisschen an einen FIFA-Street-Teil. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Wo so auch die Beine und so ein Kram alles so super, super dünn waren. Hier sind dann beispielsweise auch Kartendesigns, wie es in welche Richtung es gehen soll. Hier haben sie natürlich den Vorteil, solange alles komplett fiktiv ist, können sie sich natürlich austoben in allen Richtungen, in allen möglichen Dingen.
wie man es letztendlich haben möchte und was sie sich selber vorstellen können. Aber da bleibe ich bei. Das ist für viele natürlich ein extremer Downer und ist dann für viele natürlich, ja, wahrscheinlich schon irgendwo ein K.O.-Kriterium. Ansonsten gibt es ja auch schon Szenen, wie das Ganze 2021 aussah, 2022, 2023 und aktuell. Also hier sehen wir auch schon einen Fortschritt von knapp 4 Jahren. Und wenn wir hier den gleich auch nochmal Gameplay sehen, dann müsste auch nochmal ein Clip zu sehen sein. Wo haben wir ihn denn? Ja, sieht das nochmal deutlich, deutlich unfertiger und hakeliger aus, als es beispielsweise bei UFL der Fall ist. Hier seht ihr noch alles sehr, sehr unsauber, sehr, sehr unrund. Aber zumindest grafisch hat man hier auch schon mal einen Blick, ne, davon, wie es aussehen könnte, wie sich das Ganze entwickelt und was die auch für Fortschritte gemacht haben. Also denen könnt ihr auch gerne auf Twitter folgen. Aber ich bin ehrlich, hier habe ich am wenigsten Erwartungshaltung und hier habe ich am wenigsten Hoffnung daran, dass es ansatzweise Konkurrenz wird. Aber nichtsdestotrotz, jeder soll sich daran versuchen und ich hoffe, dass die auch ihren Platz irgendwo am Markt finden. Denn wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, unsere aktuelle Hoffnung liegt auf UFL. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sie sich selber weiter monetarisieren wollen und welchen Weg sie selber einschlagen wollen. Denn das Game soll ja auch kostenlos erscheinen. Das heißt, hier sind auch viele, viele Fragezeichen. Aber noch viel größere Fragezeichen sind in der ganzen Thematik rund um FIFA 2K, weil es natürlich auch noch deutlich weiter weg ist. Gebt dem Spiel Zeit, seid nicht zu voreingenommen. Und wenn die Konkurrenz da ist, bitte, 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 gebt jeder eine Chance. Einfach, weil sie es verdient hat und einfach, weil man damit auch eher ein Ausrufezeichen setzen kann nach dem Motto, hey, wenn Konkurrenz kommt, wir gucken uns das an, wir wollen dem Ganzen eine Chance geben, wir lassen die ganze Scheiße, die dort in Kanada passiert, nicht mehr unbedingt mit uns machen. So, das war's von meiner Seite aus mit meiner kompletten Einschätzung und den ganzen Drumherum und mit meinen eigenen Wünschen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, ansonsten checkt gerne den Stream ab, twitch.tv/diehan und bis dahin, peace, peace, see ya.